Thank you very much, Excellency. I'm now handing over the stage for the welcoming words of Her Excellency, the Chancellor of the Federal Republic of Germany, Dr. Angela Merkel. Ja, ich werde Deutsch sprechen, deshalb bewaffnen Sie sich mit den technischen Installationen. Sehr geehrter Generalsekretär Guterres, lieber Antonio, sehr geehrte Ministerinnen und Minister, Exzellenzen, Abgeordnete aus aller Welt, Gäste, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Berlin. Es ist mir und der gesamten Bundesregierung eine Freude, dass Sie hierher gekommen sind und Ihre Ideen für die Zukunft des Internets mitgebracht haben. Dafür danke ich Ihnen sehr. Und so wie der Generalsekretär der Vereinten Nationen es eben gesagt hat, er war Elektroingenieur und ich war Physikerin. Und dann sind wir auf Abwege geraten, das ist richtig. Aber vielleicht ist ja für die technischen Entwicklungen unserer Zeit die Tatsache, dass es ein paar Politiker gibt, die auch etwas von Technik verstehen, auch wenn es nur noch rudimentär ist, in meinem Falle, bei Antonio ist es sicherlich anders, ist es doch etwas Gutes, damit wir die Welt wieder gut verstehen miteinander. Das Internet Governance Forum der Vereinten Nationen findet ja bereits zum 14. Mal statt, aber zum allerersten Mal in Deutschland. Und besonders als Gastgeber dieses Forums, aber auch über diese Woche hinaus, wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, den globalen Austausch über Werte und Regeln im Internet mitzubeleben und mitzugestalten. Es wird ja immer wichtiger, dass wir die Diskussion darüber, wie wir das Internet der Zukunft gestalten und nutzen wollen, gemeinsam führen. Gemeinsam heißt Politik und Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft und gemeinsam heißt auch mit allen Ländern zusammen. Das ist der Grundsatz des Multilateralismus. Darauf bauen die Vereinten Nationen auf und darauf müssen sich auch die Gestaltung der neuen technischen Entwicklungen gründen. Und genau das macht das IGF so wertvoll. Hier kommen Akteure der Internet Governance aus aller Welt zusammen, um Erfahrungen und Ideen auszutauschen. Und im Grunde verschmelzen hier ja die analoge und die digitale Welt. One World, One Net, One Vision. Das diesjährige Leitmotiv bringt auf den Punkt, worum es geht. Nämlich darum, ein gemeinsames Verständnis zu fördern, wie die Zukunft des Internets aussehen soll. Welche Werte, Prinzipien und Regeln wollen wir aus unserer analogen Welt in die digitale Welt übertragen? Und mit welchen Verfahren funktioniert das? Der Wert, der dem Siegeszug des Internets in besonderer Weise zugrunde liegt, ist ja die Freiheit. Und wir wissen, Freiheit ist nie selbstverständlich. Freiheit müssen wir immer wieder neu erringen und verteidigen. Und immer wieder müssen wir etwas klären gemeinsam. Nämlich wo und wie Freiheit geschützt werden muss. Was Freiheit konkret bedeutet. Und auch wo die Grenzen sind. Also was erlaubt ist und was nicht. Und zwar immer dann, wenn grundlegende Rechte anderer, zum Beispiel der Kinder, zu wahren sind oder wenn grundlegende Rechte anderer verletzt werden, dann sind die Grenzen der Freiheit erreicht. Wir Deutschen haben gerade in diesem Monat, und wir haben es ja an dem Eingangsfilm gesehen, viel darüber nachgedacht und gesprochen, was Freiheit für unser Land bedeutet. Vor 30 Jahren, im November 1989, fiel die Berliner Mauer. Der starke Freiheitswillen der Menschen in der DDR und bei unseren Nachbarn in Polen, in der Tschechoslowakei, in Ungarn und den drei baltischen Staaten ließ sich durch staatliche Repression nicht mehr unterdrücken. Und was die Teilung Deutschlands und Europas für die Menschen bedeutete, das können Sie hier in Berlin besonders gut nachvollziehen. Ein ehemaliger Grenzübergang zwischen dem damaligen Ost- und Westberlin ist nur wenige hundert Meter von hier entfernt. Im Eingang zu diesem Veranstaltungsort stehen sogar noch einzelne Mauerteile,
tonnenschwer. Aber wir wissen, Freiheit wog und wiegt noch viel schwerer. Und ich darf Ihnen sagen, dass ich nur wenige hundert Meter von hier, aber auf dem Ostteil Berlins, meine wissenschaftlichen Arbeiten geleistet habe. Die Sonnenallee habe ich von dieser Seite hier nie gesehen, aber ganz unweit war mein Arbeitsplatz. Die Mauer und der eiserne Vorhang wurden vor 30 Jahren niedergerissen. Das Streben der Menschen nach Freiheit und Selbstbestimmung hatte gesiegt. Unser Land und auch unser ganzer europäischer Kontinent konnte wieder zusammenwachsen. Reisefreiheit, Presse- und Meinungsfreiheit, Berufsfreiheit, freie Entfaltung der Persönlichkeit, alle diese Rechte konnten in Europa nun wieder Geltung erlangen. Die Freiheit und die Hoffnung auf gemeinsamen Fortschritt, das war auch die Vision der Erfinder des Internets vor 50 Jahren und des World Wide Webs vor 30 Jahren. Und einige von den Erfindern sind ja auch hier dabei. Das Internet wurde immer technisch so entwickelt, dass es territoriale Grenzen überschreiten kann, dass es in allen Ecken der Welt genutzt werden kann und dass es alle Menschen verbinden kann. Und mittlerweile gibt es 4 Milliarden Internetnutzer. Antonio Guterres hat darauf hingewiesen, wie viel schneller dieser Prozess sich entwickelt hat, als der Durchdringungsgeschwindigkeit des Buchdrucks es geschafft hat. Und bis 2030, also in etwas mehr als 10 Jahren, werden es voraussichtlich 7 Milliarden Menschen sein. Das heißt, wir alle profitieren im Grundsatz von dieser weltweiten Verbundenheit, der globalen Konnektivität. Dadurch begegnen sich Menschen aus den verschiedensten Ländern und Kulturkreisen über vermeintliche analoge Schranken hinweg, Schranken, die durch Politik, Religion oder religiösen oder gesellschaftlichen Status bestimmt werden. Und die Wahrheit ist ja, das Internet hat unseren Alltag, jedenfalls derer, die das Internet nutzen, längst in allen Bereichen erfasst. Und immer weniger Menschen können sich vorstellen, wie sie ihre Kommunikation, ihre Arbeit, ihre Einkäufe noch ausschließlich analog durchführen könnten. Aber so selbstverständlich, wie wir das Internet rund um die Uhr nutzen, so selbstverständlich verstehen wir das Internet als weltumspannendes Netz, mit dem räumliche Entfernungen kaum noch eine Rolle spielen. Daten und Informationsflüsse verbinden Städte, Länder und Kontinente. Und das Interessante ist, dass in technischer Hinsicht räumliche Entfernungen, die zum Beispiel durch ein weltweites Netz von Unterseekabeln überbrückt werden müssen, doch noch eine Rolle. Ein Großteil der Datenverbindungen zwischen Nord- und Südamerika fließt über den Anlandepunkt im brasilianischen Fortaleza. Der Datenverkehr zwischen Europa und Asien verläuft durch Unterseekabel im Suezkanal. In Singapur kommt ein ganzes Cluster an Kabeln an, die den asiatisch-pazifischen Raum verbinden. Und ein anderes Beispiel sind die Internetknotenpunkte, in denen sich die Internetanbieter mit dem globalen Netzwerk verbinden und so den Zugang zum Internet ermöglichen. 3 der größten Internetknotenpunkte liegen in Europa, in Frankfurt, in Amsterdam und in London. Und sie werden uns selbst dann verbinden, wenn das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union ausgetreten ist. Diese gemeinsame Internetinfrastruktur ist inzwischen ein Herzstück der globalen Wirtschaft geworden. Sie ist von zentraler Bedeutung für nachhaltige Entwicklung und Innovation weltweit. Milliarden Menschen können ihre Ansichten und Vorstellungen im Internet kundtun. Sie können sich austauschen, Informationen und Erfahrungen teilen. Hier finden demokratische Diskurse und politische Meinungsbildung statt. Im Guten wie im Nicht-so-Guten. Denn das auch wurde vom Generalsekretär gesagt, manch einer hält sich nur noch in seiner eigenen Meinungsblase auf, tauscht sich überhaupt nicht mehr mit anderen aus. Und das ist eine der Herausforderungen, vor die uns das Internet stellt. Aber wir haben auch andere Gründe, warum manchem auf der Welt ein Internet der Freiheit und der Offenheit sowie die vielen dezentralen Strukturen manchen ein Dorn im Auge sind. Nichtdemokratische Staaten und ihre Staatsführungen greifen in die Freiheiten ein, die das Internet schafft. Sie versuchen, eigene oder nationale Interessen durchzusetzen und hierfür ihre Netze vom globalen Internet
abzuschotten. Auch einige private Unternehmen investieren in eigene abgeschottete Infrastrukturen. Und damit besteht die Gefahr, dass globale Unternehmen Parallelwelten aufbauen mit jeweils eigenen Regeln und Standards, die sie dann über internationale Gremien auch den anderen aufzwingen wollen. Das ist ein ganz schwieriges Thema und ich verstehe dieses Forum so, dass es genau sich dem entgegenstellen will. Denn wir müssen sozusagen klären, was meinen wir auf der einen Seite damit, unsere digitale Souveränität zu behalten und auf der anderen Seite uns nicht abzuschotten, sondern multilateral zu agieren. Natürlich ist digitale Souveränität von großer Bedeutung. Aber es kann sein, dass wir auf der Welt inzwischen darüber Unterschiedliches verstehen, wenn wir den gleichen Begriff benutzen. Nach meinem Verständnis bedeutet digitale Souveränität nicht Protektionismus oder Vorgabe von staatlichen Stellen, was an Informationen verbreitet werden kann, nämlich Zensur, sondern beschreibt vielmehr die Fähigkeit, sowohl als Individuum, als einzelne Person, als auch als Gesellschaft, die digitale Transformation selbstbestimmt gestalten zu können. Das heißt, auch in der digitalen Welt gilt, technische Innovationen haben dem Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Wir als diejenigen, die in Deutschland erfolgreich geworden sind durch das System und der sozialen Marktwirtschaft, wir wissen, dass technische Innovationen, dass Unternehmen sich nicht einfach frei entwickeln können, sondern dass sie immer Leitplanken brauchen. Das war so bei der industriellen Revolution und das wird auch so sein müssen im Zeitalter des Internets. Das heißt, wir brauchen die Souveränität über das, was geschieht. Und deshalb ist es gerade Ausdruck der Souveränität, für ein gemeinsames, freies, offenes und sicheres globales Internet einzutreten, wenn wir davon überzeugt sind, dass Abschottung kein Ausdruck von Souveränität ist, sondern dass wir ein gemeinsames Werteverständnis zugrunde legen müssen. Denn was wären die Folgen, wenn wir auf Abschottung setzen würden? Wir würden ein zunehmend zersplittertes Internet haben, aber die Folgen davon sind aus meiner Sicht, und das zeigt sich auch historisch, auch in der realen Welt nie gut. Die globale Infrastruktur könnte dann instabil und anfällig für Attacken werden. Man würde mehr Überwachung machen. Staatliches Filtern und Zensur von Informationen würden zunehmen. Und bis hin zu der Ultima Ratio, dass vielleicht sogar die Abschaltung des Internet- und Mobilfunknetzes, um die Kommunikation der Bevölkerung zu verhindern, zunehmen würde. Das heißt also, der Angriff auf die Internetkonnektivität, der Grundpfeiler des freien, offenen Internets ist, ist zu einem gefährlichen Instrument der Politik geworden. Und viele wissen das aus eigenem Erleben. Solche Angriffe können den Menschen die Grundrechte auf Information und Kommunikation vorenthalten. Und das führt die grundlegende Idee des Internets, die Idee der Erfinder, der Urväter, dann ad absurdum. Und deshalb muss es uns allen ein Anliegen sein, den Kern des Internets als globales, öffentliches Gut zu schützen. Und das geht nur, wenn wir neu über die Governance-Strukturen dieses globalen Netzes nachdenken, das uns alle verbindet. Wie aber können wir nun den Bestrebungen einzelner Staaten entgegenwirken, sich vom freien Internet abzuspalten oder das Netz ganz alleine zu gestalten? Ich glaube, indem wir verstehen, dass so wie sich die Stärke von Netzwerken nach der Anzahl der Nutzer bemisst, es auch vieler bedarf, um ein grenzüberschreitendes, dezentrales Internet zu erhalten. Das heißt, mit anderen Worten, indem wir verstehen, dass wir multilateral handeln müssen. Nur so kann es gelingen, grenzüberschreitend ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, was den Wert eines freien Internets ausmacht. Und deshalb begrüße ich sehr die Ankündigung des UN-Generalsekretärs, einen Envoy genau für diese Gespräche zu benennen, der sein persönliches Vertrauen hat.
Wir haben von der deutschen Seite während unserer G20-Präsidentschaft 2017 einen sogenannten Digitalstrang in der Gruppe der G20 etabliert. Wir wissen, dass die G20-Staaten natürlich nicht die ganze Welt repräsentieren. Aber es wäre schon viel erreicht, wenn in diesem Kreis zu dieser wichtigen Frage ein Einvernehmen erzielt würde. Und deshalb bin ich froh, dass wir wichtige Zusagen der G20-Mitgliedstaaten erreicht haben, unter anderem zur globalen Anbindung an das Internet und zu internationalen Standards. Und warum ist uns das gelungen? Das ist uns vor allem deshalb gelungen, weil wir auch die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft mit eingebunden haben. Alleine Staaten werden das nicht schaffen. Deshalb ist für mich auch so wichtig, dass wir im G20-Prozess immer die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft mit vertreten haben. Und ganz besonders, Antonio Guterres hat darauf hingewiesen, auch die Frauen, die drohen, abgehängt zu werden weltweit bei der neuen Wertschöpfung, die das Internet uns ermöglicht. Und diese Einbindung bedeutet, das Internet kann und darf nicht allein von Staaten und Regierungen gestaltet werden. Denn die Grundsatzfragen rund um das Internet betreffen letztlich jeden Einzelnen von uns. Und deshalb brauchen wir einen umfassenden Dialog und den Multi-Stakeholder-Ansatz, wie das so schön heißt, genau des IGF. Und deshalb bin ich Ihnen so dankbar, dass Sie hier zusammengekommen sind, um Ihre gemeinsame Sicht der Dinge darzulegen. Und natürlich ist das ein neuer Ansatz. Die klassischen multilateralen Strukturen auf der Welt kennen nur die Zusammenarbeit der Regierungen. Aber ich glaube, das alleine reicht heute nicht mehr aus. Und deshalb müssen wir um diesen breiten Ansatz immer wieder werben. Und wenn wir das Internet global nutzen können oder wollen, dann müssen wir auch global denken. Das Internet geht alle etwas an, auch eben die, die noch keinen Zugang haben. Und deshalb müssen wir den Internetzugang und die gleichberechtigte Teilhabe an der Digitalisierung stärken. Und Sie werden ja auch in den nächsten Tagen über diese Frage der Inklusion intensiv diskutieren. Und ich war sehr froh, dass wir auf einer Klausurtagung unserer Bundesregierung vor wenigen Tagen von Afrika gelernt haben, dass sie einen digitalen afrikanischen Markt schaffen wollen, dass sie einen Beauftragten für Digitalisierung haben, dass sie nicht nur einen Freihandel im klassischen Sinne machen wollen in der Afrikanischen Union, sondern eben sich ganz genau auch diesem digitalen Ausbau widmen wollen, inklusive dann eines gemeinsamen Zugangs zum Internet. Lieber Antonio Guterres, Sie haben mit internationalen Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft einen Bericht zur digitalen Kooperation erarbeitet. Und dank Ihrer Vorschläge für neue Wege zur globalen Gestaltung des Internets nimmt eine wichtige Debatte nun Fahrt auf. Wenn wir über Internet Governance sprechen, müssen wir uns als erstes mal über die Werte verständigen. Wir müssen uns darüber verständigen, wie wir die Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit im digitalen Zeitalter schützen, wie wir gleichberechtigte Teilhabe und Sicherheit im Netz und das Vertrauen in das Netz stärken. Und natürlich müssen wir da neue Wege gehen, denn normalerweise sind wir gewohnt, alles, was wir vereinbaren in Verträgen international, dann auch in nationale Gesetze zu gießen. Aber diesmal braucht man mehr. Man braucht die Partizipation der Wirtschaft, man braucht die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger und das kann man allein mit Gesetzen natürlich noch nicht sichern. Und die Herausforderung ist groß, denn die digitale Transformation stellt unsere Gesellschaften vor grundlegende Fragen. Bei weitem nicht alles, was online machbar und was technisch möglich ist, ist ja auch ethisch wünschenswert. Das kennen wir im Übrigen auch schon aus der Welt vor der Digitalisierung. Und gerade auch mit Blick auf die künstliche Intelligenz werden wir über diese Fragen noch intensiv diskutieren. Wir müssen also nicht nur über das sprechen, was wir wollen, sondern wir müssen auch über das sprechen, was wir nicht wollen. Und wenn ich mir das herausnehmen darf, die Frage über das, was wir nicht wollen mit diesen neuen technischen Möglichkeiten, diese Frage wird an manchen Stellen in der Community weniger gerne diskutiert als über die Frage, was möglich ist. Und das ist aber kein Beschneiden des Internets, sondern es ist wieder genau nur die Frage, dass die Technik dem Menschen dient. Und das
funktioniert alles nur in großer Gemeinsamkeit. Regierungen, internationale Organisationen und Formate sowie die Zivilgesellschaft müssen gleichermaßen in die Überlegungen mit einbezogen werden. Und wenn man ganz ehrlich ist und ich mir einfach auch nur mein Land anschaue, dann haben wir hier noch keinen nationalen Konsens von allen Seiten. Wir haben es jetzt auch bei der Europäischen Union gemerkt, im Zusammenhang mit dem Urheberrecht. Und wir haben es auch mit der Datenschutzgrundverordnung gemerkt. Es gibt also sehr viele Dinge, die noch sehr kontrovers diskutiert werden. Deshalb müssen wir bereit sein, neue Teilhabemöglichkeiten zu organisieren, bei denen jede Stimme gehört wird und auch gleich viel zählt. Das heißt, wir brauchen eine echte Kooperation und das bedeutet, wir brauchen auch Diskursfähigkeit. Und deshalb ist das Verschanzen in Blasen des Internets von gleicher Meinung mit Sicherheit nicht die Lösung, um hier die Probleme voranzulösen. In diesem Sinne schlägt das Internet Governance Forum hier in Berlin neue Wege ein. Und ich halte es für ein wichtiges Signal, dass auf Initiative von unserem Minister Peter Altmaier Parlamentarier aus aller Welt hierher nach Berlin gekommen sind. Das ist auch in demokratischer Hinsicht ein großer Gewinn. Darüber hinaus ist für uns als deutsche Bundesregierung die digitale Transformation niemals national, sondern immer auch europäisch zu denken. Denn Europa kann mit seinen Vorstellungen einen wichtigen Beitrag zur gemeinsamen globalen Vision für die Zukunft des Internets abliefern. Insgesamt aber ist die Neuordnung der Internet Governance natürlich eine globale Kraftanstrengung. Sie verlangt den Schulterschluss von Staaten und Interessengruppen. Deutschland ist bereit, unter dem Dach der Vereinten Nationen die Neuausrichtung der globalen Internetpolitik mitzugestalten. Wir sind überzeugt, dass die Vereinten Nationen und das IGF eine Schlüsselrolle spielen, wenn es darum geht, einen globalen Konsens für ein offenes, freies und dezentrales Internet zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, deshalb wünsche ich Ihnen viel Erfolg für dieses Internet Governance Forum in Berlin und lassen Sie sich ein bisschen inspirieren von diesem Ort, an dem vor 30 Jahren mit dem Mauerfall eine neue Zeitrechnung begann. Auch wir in der ehemaligen DDR haben ja nicht gedacht, dass zu unseren Lebzeiten diese Mauer noch fallen wird. Aber es ist geschehen, mit Hilfe von Mut von vielen einzelnen Menschen und günstigen Gesamtumständen. Und deshalb weiß man nie, ob nicht der Mut eines Einzelnen, plötzlich vieler Einzelner, auch Wege, die heute kaum gangbar zu sein scheinen, möglich werden. Und deshalb diskutieren Sie frei von der Leber weg in Workshops, Panels und Sitzungen. Ich wünsche Ihnen eine Woche interessanter Begegnungen mit realen Menschen, die Sie sonst vielleicht nur aus dem Internet kennen. Und wenn Sie ein Bier trinken gehen oder ein Glas Wein in einer der schönen Berliner Restaurationen, dann da braucht es auch nicht nur digital zu sein, sondern kann real sein. Enjoy Berlin. Thank you very much. All the best.